Was ist das? Werdet ihr euch jetzt denken, ihr seht es richtig, ich habe mir mein erstes Bike im Leben selber zugelegt und ich bin jetzt so 15, 16 Kilometer unterwegs, bin in der Bluntau herinnen und ja, jetzt schaue ich mal, wie weit das geht. Auf Richtung Joch, war halt cool, wenn das geht. Ich bin ja überhaupt kein Rallfahrer, aber so zwischendrin und als Zustiegsmöglichkeit zu dem Berg ist das definitiv eine lässige Geschichte. Wollt ihr das nicht verpassen, wo jetzt dranbleiben und schreibt es mir auch gerne in die Kommentare rein, wie euch das Video gefällt. Viel Spaß! Also die ersten Meter fühlen sich schon mal richtig, richtig gut an. Und zweimal in die Bluntau rein. Und es hat mich echt mega, voll geil. Ja, also da links geht es jetzt in die Bluntau rein. Da, bis das da reingeht, bin ich schon einmal 10 Kilometer unterwegs. Und ich habe mir heute das perfekte Wetterfenster ausgesucht. Jo, jetzt steigt. Jetzt steigt. Jetzt geht es nicht mehr am Bach im Zug zu deren Hütten. Und alles, was dahinter ist, ist für mich auch neuer Land. Da will ich eh schon lange mal rein. Schauen wir mal, wie weit. Ja, so 16 Kilometer schon unterwegs. Jetzt bin ich beim Wasserfall hinten. Und jetzt steigt es immer mehr. Ab jetzt ist wirklich alles Neuland. Weiter bin ich da nie gekommen. Da gibt es eine Bikervereinbarung. Alles ich hausverstanden. Aber es gibt halt einfach einige Trotteln und deswegen muss leider alles reguliert werden. Nichtsdestotrotz, ja, ich werde jetzt dann gleich weiter düsen. Wo nichts kommt, nichts. Und E-Bike ist für mich als erstes Mal definitiv nicht in Frage gekommen. Boah, da ist gleich gescheit losgegangen. Hoffentlich wird das nicht viel steiler. Zweiter Gang von 12. Den ersten habe ich vorher schon gebracht. Puh. Ja, vielleicht sieht man es. Echt viele Kurven da auf. Und die Straßen voll geil befestigt. Voll schön. Mega. Wow. Schaut mal, wie es da schon runter geht.
cool. Ja, ich schwitze wie die Sau. Für mich geht alles mit der ersten. Ich glaube, die Sonnenbründe können wir auch da. Braucht kein Schwein da. Also ist das schön oder ist das gewaltig schön? Die Steppart. So geil. Wuhu! Wuhu! Ha, ha, ha! Jawohl! Aber es man sieht, wie ich schwitze, das ist jetzt durchgehend steil dahin gegangen. Jetzt sind wir mal ein bisschen flacher. Hey, gut, dass man wieder zu atmen kommt. 400 Höhenmeter schon gemacht. Oh, geht gut rein. Huhuhu. Jetzt hast du zum Regen angefangen, aber jetzt bin ich schon ziemlich weit. Jetzt war ich schon ein bisschen weiter. Ein E-Biker hat mich auch gerade überholt. Ja, ich sag dazu nichts. Schaut mal so aus, wie wenn der steilste Aufstieg hinter mir war, weil das Tal macht auf und jetzt geht es hinten zurück rein. Ein Vorteil, eventuell auch ein Nachteil, ist, dass man jetzt die Höhen nicht anzeigt, wie hoch das ich bin. Und gefühlsmäßig muss ich das schon so auf 1100 sein. Aber wenn es mir das anzeigt, war es natürlich angenehm. Dann wisst ihr, was mich noch erwartet. Aber schaut mal, falls man sieht, da unten der Bruch. Ja. Echt cool, lässig. Und ein bisschen Regen tut mir auch nicht weh. Angenehm dankbar, dass jetzt einmal die arge Steigung hinter mir ist. 600 Höhenmeter, das hat die Freie so eingeschenkt, wo es eigentlich nichts zum Ausrasten gegeben hat. Das ist ja richtig geschmeidig, da kann man sogar reden. Yes, geil, saugeil, gefreut mich das, ich hab's da rauf geschafft. Auf Anhieb, noch nie in meinem Leben, auch nur ansatzweise, so viel Höhenmeter mit einem Radl. Und dann auf Anhieb da raufgekommen. Saugeil, mega, wow, das gefreut mich. Und da vorne, in der Scharten, ihr seht es nicht, aber ich, da oben ist das Stahlhaus. Und links ist dann der Schneibstein. Jawohl! Sau gut, jetzt fahre ich noch so weit, wie die Straßen geht, weil es mich gefreut. Dann werde ich ein bisschen was trinken, Panorama anschauen und umdrehen. Zum Regen hat es auch schon aufgehört. Wow, wie verdient ist das? Wie verdient ist das? Da habe ich ja Freude. Schön, herrlich, yes, wuhu! Bergauf, ich schnauf, aber weit kann es nicht mehr sein. Jetzt habe ich es tatsächlich geschafft. Wahnsinn!
Yes. Ha. Oberjoch. Juhu. Yes. Ja, 1000 Höhenmeter waren es da rauf, ganz genau. Ich würde sagen, das zählt. Ich bin mega happy. Einen Schluck gönnen. Da hinten ist die Alm, da war ich auch schon. Ja, und jetzt bin ich gespannt, ob das Rall und ich zusammenkommen beim Abfahren. Und ich bin auch gespannt, wie die Aufnahmen werden. Ich hoffe, es seid auch gespannt. Wenn es euch gefällt, Daumen nach oben da lassen, nicht vergessen. Lassen wir uns überraschen. Drei, zwei, eins. So, jetzt bin ich wieder da bei dem Unterstand herunten. 34 Kilometer habe ich bis jetzt gemacht. In den Regen bin ich runtergekommen. Das war freier, so zart zum Fahren für mich. Ein bisschen kalt ist mir. Stelle mich ein bisschen unter und dann fahre ich einen heim. Gute 10 Kilometer.
Also insgesamt 45 Kilometer, 1000 Höhenmeter für meine erste Radtour. Ja, seit ewig, ewig, ewig langer Zeit war das richtig geil. Ich gehe davon aus, dass die Aufnahmen was geworden sind, weil darum mache ich auch ein Resümee. Also mir hat es mega getaugt. Schreibt es mir auch rein, ob euch das Video gefallen hat. Und ja, dann werde ich sowas sicherlich in Zukunft wieder mal machen, weil das ist ein cooler Sport. Das zahlt mich und ist richtig lässig, so zwischendrin. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne Kanal abonnieren. Das war's ja schon, bis zum nächsten Mal. Der Kerl bleibt's geil. Ciao.